Frau Böker, was hat Sie inspiriert, das Fernstudium Texter und Konzeptioner zu beginnen? Das war eine längere Geschichte. Ich bin, um es nicht ganz so lang zu machen, vor knapp 10 Jahren aus Tunesien mit meinen Kindern wieder zurück nach Jering gekommen, nachdem ich dort als Künstlerin, Musikerin und Reiseleiterin tätig war. Und habe dann erstmal hier von verschiedenen Gelegenheitsjobs gelebt, bis ich mir gedacht habe, nee, das ist es nicht. Da muss jetzt noch mal was her, damit ich mit meinen Talenten, die ich damals auch in Tunesien ausleben konnte, hier auch Geld verdienen kann. Das gestaltete sich sehr schwierig. Als Künstlerin braucht man nicht viel sagen, brotlose Kunst kennt man ja. Da ich aber auch immer ein großes Faible auch in Tunesien schon zum Schreiben hatte, habe ich mir gedacht, versuch es da. Journalismus hat mich als Kind schon interessiert. Allerdings im Journalismus, vor allen Dingen in unserem Alter, dann nochmal Fuß fassen zu können, ist auch eine unglaublich schwierige Geschichte. Und ich bin dann von der Schiene aber ziemlich schnell auf Werbetext und Konzeption gekommen. Und besonders toll war für mich, dass ich dort halt nicht nur texten konnte, sondern auch die künstlerische Schiene, also Bilder in Form von Grafiken und so weiter, auch mit einbringen konnte. Das Leben bietet ja schon genug Herausforderungen und ist ja auch ansonsten gut ausgefüllter Alltag. Da noch ein komplettes Fernstudium reinzubringen, das erfordert ja doch auch Selbstdisziplin. Was war für Sie die größte Herausforderung während des Studiums? Die Selbstdisziplin. Das haben Sie gerade schon gesagt. Ja, es ist ja tatsächlich so, wenn man ein Fernstudium macht, das ist was anderes als in der Schule. Da sitzt keiner mehr hinter einem und sagt, so, jetzt setze dich aber hin und mach's. Ja, da muss dann schon von sich selbst was kommen. Und ich musste dann auch ein paar Mal während dieses Vortrags über die verschiedenen Lernmethoden so herzhaft schmunzeln, weil ich mich sehr oft darin wiedergefunden habe. Und in dem Zusammenhang kam mir dann immer wieder der Satz, den ich von meinen eigenen Eltern, als ich selber noch zur Schule war, so oft gehört habe und den ich überhaupt nicht gemocht habe. Es war ein Spruch von einem klugen Kopf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer ihn gesagt hat. Lernen ist Vorfreude auf sich selbst. In der Schule mochte ich den nicht hören, konnte auch nichts damit anfangen. Aber als ich dann mit diesem Fernstudium angefangen habe und dann auch nach den ersten Einsendehausaufgaben festgestellt habe, Mensch, das macht so richtig viel Spaß. Und durch die guten Noten hat man Erfolgserlebnisse, man bestätigt sich im Grunde selbst, das ist eine Positivspirale, die aufwärts geht. Und ja, so kann ich dann wirklich sagen, Lernen ist Vorfreude auf sich selbst. Es hat großen Spaß gemacht. Trotzdem hat der Tag nur 24 Stunden. Wie haben Sie es gemacht, Zeitmanagement? Also wie gesagt, ich habe alles gut organisiert, das auch mit meinen Töchtern zusammen abgesprochen. Die haben dann auch viel übernommen. Mit einem guten Zeitmanagement ist das eigentlich kein Problem. Wenn man die Selbstdisziplin hat, es auch einzuhalten, das hat aber bei uns allen, also bei mir und meinen 3 Töchtern gut geklappt. Die Hunde mussten zwischendurch raus, auch das hat gut funktioniert. So, ich kann sagen, also größere Probleme hat es nicht gegeben. Große Klasse. Die Hamburger Akademie setzt auf gute Betreuung ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also es gibt immer mal hier und da auch wirklich gutes Feedback und eine gute Unterstützung. Was hat Ihnen da besonders geholfen? Jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte, war eigentlich permanent und sofort jemand ansprechbar, entweder über E-Mail oder auch notwendigerweise übers Telefon. Ich denke, sehr große Probleme hatte ich eigentlich nicht. Also das hat reibungslos geklappt, ja. Kann ich nicht anders sagen. Beruflich. Frau Bücker, konnten Sie direkt nach dem Abschluss von Ihrem neuen Wissen profitieren? Was ging los, als Sie quasi Ihre Abschlusszeugnisse in der Hand hielten? Was ist dann passiert? Das ging eigentlich schon vorher los. Noch bevor ich diese Abschlussarbeit überhaupt geschrieben habe, habe ich mir schon überlegt, Mensch, du kannst ja schon mal die ersten Bewerbungen schreiben an Textagenturen. Oder ach, mal gucken, mal den Markt abtesten, was ist da überhaupt los? Und habe dann aber leider einen ziemlich schnellen Dämpfer gekriegt. Ich habe auf keine einzige Bewerbung überhaupt nur eine Antwort bekommen. Und so stand für mich dann ziemlich schnell fest, Mensch, dann versuch's es eben selbstständig. Ne? Also wirklich, was passieren kann ich nicht. Ich habe zu der Zeit dann auch eine Festanstellung gehabt in der Schule als pädagogische Ergänzungskraft in einer offenen Ganztagsschule. Und von daher konnte mir eigentlich nicht viel passieren. Und ich habe dann halt angefangen und die ersten 3 Monate war es wirklich mühsam. Also war wirklich, man musste sich da so durchbrechen. Allerdings hatte ich dann das Glück, dass durch die Texte, die ich geschrieben habe, Kunden, die ich hatte, die ersten wenigen Kunden, die ich hatte, sehr, sehr zufrieden damit waren. Und das positive Feedback hat fast noch mehr gut getan als das Geld, was man dadurch gekriegt hat, zumindest am Anfang. Und das Tolle war, die haben das durch Mundpropaganda weitergegeben. Ich bin dann also, das war auch wieder so eine Aufwärtsspirale und habe dann immer mehr Kunden bekommen, bis ich dann nach einem halben Jahr
so weit war, dass ich sagen konnte, okay, Schule, das war's. Ne, ich habe keine Zeit mehr für die Schule. Ne, ich habe dann innerhalb kürzester Zeit mehr verdient als in der Schule in einem Monat und dann war das keine Frage mehr. Ergänzt sich jetzt ganz gut. Wie ist es im Job des Texters und Konzeptioners? Da hat man ja auch, obwohl man es vielleicht gar nicht am Anfang denkt, aber mit ganz vielseitigen Dingen zu tun. Wie ist es bei Ihnen im beruflichen Alltag? Kommt da jetzt einiges zusammen, womit Sie gar nicht gerechnet hätten? Ja, genau so ist das. Also das Werbetextstudium an sich hat sich ja erstmal mehrfach auf die textliche Schiene erstmal beschränkt. Durch die künstlerische Tätigkeit, die ich immer schon gemacht habe, konnte ich das dann halt breiter fächern. Und das war sehr schön, dass ich meinen Kunden dann auch direkt anbieten konnte. Ich mache jetzt also nicht nur die Texte für sie, Texte ganz gleich, was sie haben wollen, ob das jetzt SEO oder Werbetext oder Webseiten oder was weiß ich ist, sondern auch die passenden Bilder dazu. Ob das jetzt Grafiken sind oder Piktogramme ganz oft oder auch wirklich gemalte Illustrationen. Also ist bei mir eigentlich so, wenn ich ein Projekt im Kopf habe und das nimmt in meinem Kopf Gestalt an, dann ist es nicht so, dass ich die Texte schon im Kopf habe, sondern es entstehen wirklich Farben und Bilder dazu und dass ich dann direkt sagen kann, so, das ist es, das passt. Und in der Regel, also ich habe es noch nicht anders erlebt, sind die Kunden sehr zufrieden damit und freuen sich dann auch darüber, dass man das gleichzeitig mit aus einem Guss anbieten kann. Klingt sehr überzeugend, ja. Stimmig. Was schätzen Sie am Fernlernen besonders? Dass man halt die Möglichkeit hat, es nebenbei von zu Hause aus zu machen. Ja. Das war für mich der Hauptgrund, dass man alles andere erstmal so beibehalten lassen konnte. Man muss das Haus nicht verlassen, man braucht praktisch nur seinen Schreibtisch und den PC und es kann losgehen und das ist toll. Man setzt nicht viel ein und es kann eigentlich nur nach vorne gehen, es kann eigentlich nur positiv sein. Man verliert nicht, definitiv nicht. Dass ich selber so viel für mich, für mein Leben, für mein berufliches Weiterkommen dadurch gewonnen hätte, war mir vorher auch nicht klar. Am Anfang war es wirklich, Mensch, ich will es wissen, kriege ich das hin? Und wenn es nur für die Zeit des Studiums eine tolle Nebenbeschäftigung ist, hat sich auch das schon gelohnt. Und alles andere war top, kam noch oben drauf. War klasse, so kann es weitergehen.